Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, niemand ist dümmer. Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, niemand ist dümmer. Die machen Reviews die ganze Zeit über Schrott. Die machen Reviews die ganze Zeit über Schrott. Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, Hartwig und Günner, das wird ja immer schöner. Okay, gut, also. So, läuft. Ja, es läuft. Das ist gut. Warte mal, wo jetzt hier? Geh mal hier. Au. Hast du einen Weg? Ja, da hier, ja, warte mal. Ist das gemütlich. Müssen wir mal sitzen? Ja, hallo. Also, willkommen zu Hartwig und Günthers Allzweck Reviews. Wir haben eine neue Show, das ist die erste Episode davon. Und ja, wir haben sogar schon einen Produzenten, den wir aber geheim halten müssen. Ja, also, wir haben uns entschieden, uns in dieser Sendung um Produkte zu kümmern, die wir für wichtig erachten, denen aber in der Gesellschaft viel zu wenige Beachtung zugeschrieben wird. Ja. Wir dachten, wir beginnen mal mit einem Taschenrechner. Und zwar dem ganz neuen Casio HR150TER. Präzise. Das ist ein handliches Taschenrechengerät mit Druckfunktion in zwei verschiedenen Farben. Sowas nennt man Bicolor. Genau. Im Folgenden werden wir die verschiedenen Parameter dieses Produkts genauer unter die Lupe nehmen. Wo ist die Lupe? Die Lupe liegt hier auf dem Fußboden. Genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Ja. Also, jetzt kommen wir erstmal zum Aufbau und Lieferumfang. Kommen wir nun zum Unboxing. Ja, genau. Also, hier. So. Da haben wir den Taschenrechner. Ich werde ihn jetzt im Folgenden auspacken. Im Lieferumfang enthalten ist ein Klopapier. Nein. Das ist die Druckerrolle. Das ist die Druckerrolle, jawohl. Hier. Ein Netzteil mit hochwertigem langem Kabel. Ein Netzteil, wie mein Kollege schon sagte. Könntest du mal die Klappe halten, ich will auch was sagen. Ein Plastikteil. Wofür das da ist, steht in der Anleitung. Noch ein Plastikteil. Hochwertiges Plastik aus Naturkautschuk, nehme ich mal an. Da bin ich anderer Meinung. Und schließlich der Kern des Geräts. Nämlich das eigentliche Gerät. Des Weiteren finden sich... Da ist halt so Schrott drin, ja, das ist halt so ein Schrott drin, ja, da ist ein wenig Schrott drin. Ah, Schrott drin, 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 ein Schrott drin. Ja, da ist ein Schrott drin, ja. Ja, also, das kann jetzt noch eine Weile dauern. Wir sehen uns dann nachher wieder, wenn wir es geschafft haben. Also, nach... Also, zurück sind wir. Also, nach stundenlanger Recherche habe ich jetzt herausgefunden, dass es sich um diese Feed-Taste hier am Taschenrechner handelt. Warte, ich zeige sie dann mal schnell. Hier. Diese muss man drücken, damit der Einzug elektronisch damit das Papier elektronisch eingezogen wird. Dazu wäre noch zu sagen, dass man dazu das Gerät anschalten muss. Ja, was es aber wahrscheinlich schon ist. Ja. Ist es nicht. Da hier ist ein Hebel. Da. Jetzt lass mich doch aufmachen. Hier, da ist ein Hebel. So, jetzt. So, und jetzt? Und jetzt auf Feed. Ah. Aber es zieht nicht ein. Warte. Jetzt. Es klappt. Es klappt. Jetzt müssen wir diesen Plastikfräse hier einfügen. Das ist keine Fräse, das ist eine Abdeckhaube. Das ist eben eine Fräse. Da hier, wie wir in der Bedienungsanleitung unschwer erkennen, oder ich weiß nicht, erkennen Sie... Sind dazu da, um die Rolle einem festen Halt zu verleihen. Wie fest der besagte Halt ist, wird sich in den späteren Tests noch zeigen. Das muss da rüber und das dahin. Das steht ganz präzise hier in der Anleitung. Ja. Hier in der Anleitung. Ja. Ich esse nicht so viel...
Überraschungseier wie du. Ja, ich bin das eben gewohnt. Ein echter Überraschungseiesser kann solche Sachen auch ohne Anleitung aufbauen. Boah. Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Das ist nun das fertige Produkt, wie es auszusehen hat. Und zur Funktion und zur praktischen Anwendung kommen wir gleich. Jetzt heißt das nicht gleich. Kommen wir nun zum Tasten. Nein, ich sag das. Kommen wir nun zur Überprüfung des Tastenfelds. Wie auch für den Laien erkennbar sein sollte, sind die Tasten 1 bis 9, eine 0 und eine Doppel-0-Taste vorhanden. Das heißt, wir sind in der Lage, sowohl binäre als auch oktale, sowohl dezimale Zahlen einzugeben. Nun gut. Dann werden wir das jetzt mal testen. Was macht er jetzt? Warte. Was? Hä? Eine technische Störung im Moment. Wir müssen das jetzt noch mal kurz testen. Das ist doch Teufelswerk! Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Wir sollten... Vielleicht brauchen wir doch noch mal kurz die Bedienungsanleitung. So, nun haben wir den Bogen raus. Jetzt kryptet er wieder ab. Wenn wir jetzt eine simple Rechnung machen, zum Beispiel 42 geteilt durch 3,21, gibt er es mit seinem Hightech-Drucker ein. Und aus, wir haben, nicht ein. Er gibt es erst ein und dann aus. Nein, er gibt es aus. Mit dem Hightech-Drucker gibt er ja, es ja, aus. Ja. Und jetzt kann man das rausreißen und man hat eine wunderschöne Rechnung. Was noch erwähnenswert wäre, wäre die absolut multifunktionale Funktion, dass sowohl die Rechnung auf dem Klopapier als auch auf dem multifunktionalen LCD-Display ausgegeben wird. Einige Tasten fehlen, so zum unter anderem die Cosinus-Sinus-Tangens-Taste, als auch programmierbare Tasten und dieses ganze mathematische Gewäsch und so weiter. Und ein echtes Ist gleich ist auch nicht zu halten, sondern nur ein Plus Ist gleich. Also nach ausführlichen Tests mit verschiedenen mathematischen Gleichungen können wir doch schon mal ein erstes Fazit für die reine Funktionalität ziehen. Dabei wäre positiv zu bewerten, dass negative Zahlen in Rot gedruckt werden und positive in Schwarz, wobei Blau eigentlich noch positiver wäre. Ja, oder Grün. Ja, das wäre auch ein besserer Kontrast zum Rot. Der Bildschirm hat ein schlechtes Kontrastverhältnis. Ja, und der Schwarzwert ist auch nicht sehr hoch, was man eindeutig zu bemängeln hat bei einem monochromen digitalen Anzeigefeld. Was des Weiteren zu bemängeln wäre, ist, dass dieser Taschenrechner keine Ist-Gleich-Taste hat. Hier befindet sich lediglich eine Taste, die eine Kombination aus einem Plus und einem Ist-Gleich ist. Und Plus und Ist-Gleich ist ja eindeutig nicht das Gleiche. Des Weiteren ist zu bemängeln, dass die Steuern, die auf den Steuertasten gespeichert sind, schon über 10 Jahre alt sind. Also 5% Mehrwertsteuer, das war 1800. Jetzt habe ich vergessen zur Sage, was ich sagen möchte. Die Rolle ist aus Chlor, nicht chlorfrei gebleichtem Recycle-Papier irgendwie. Also, auf jeden Fall ist es richtig widerlich und ja, also eigentlich möchte man es nicht anfassen. Was zu bemängeln ist bei dieser Rolle, ist, dass es das Gewicht des Taschenrechners um das Doppelte erhöht. Und das ist natürlich auch wieder, das geht natürlich wieder auch auf den Minus, denn dann ist der Transport auch wieder erschwert worden. Des Weiteren gibt es einige Funktionen, die uns bislang unerschlossen bleiben. Ein kleines Beispiel gefällig. Thank you.
Ja, wenn man auf eine Taste drückt, die eine Beschreibung mit CA hat, dann druckt dieser Tastenrechner folgendes. Leerzeile, Punkt, Punkt, Null, Punkt, Punkt, Leerzeile, Leerzeile, Komma. Und das ergibt in unseren Augen wenig Sinn. Und in unseren Augen will schon was heißen, denn wir sind gelehrte Mathe-Professor. Wir haben das Reviewen studiert. Sehr paradox, meine Damen und Herren. Ich müsste mal urinieren. LaPierre ist schon fertig. Wir werden im Folgenden noch das Handling, die Materialverarbeitung und das Design beurteilen. Kommen wir nun zu Design und Verarbeitung. Zur Verarbeitung kann ich nur Folgendes sagen. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Beim einfachen Fallenlassen bricht der Haltebügel ab. Die Papierrolle entfällt im wörtlichsten Sinne. Und das ganze Teil kriegt Spacks. Also ich denke, wir sind uns darüber einig, dass die Verarbeitung absoluter Schrott ist. Denn so einen leichten Sturz aus 2,30 Meter Höhe sollte eigentlich wirklich jede Qualitätsware überleben. Das hält sogar mein iPad aus. Nun ist dieses Produkt unbrauchbar nach einer leichten Beschädigung. Das ist so. Gib mir das mal. Ich komme damit klar. Ja, vielleicht können wir das ja nachher noch für was anderes gebrauchen. Ich werde das wahrscheinlich mal in der Toilette anbringen. Oh. Ja. Gut, also die Farbe ist natürlich extrem geschmacklos. Dieses widerliche Braun-Grau-Grün. Nun ja, ich würde sagen, das wird einfach so aus Abfallstoffen der Kanalisation gewonnen. Musst du hier so. Warten Sie mal, wir haben hier kurz eine technische Störung. Ich glaube, ich muss meinem Kollegen mal. Könntest du mal kurz. Sag mal hier. Herr Gott! Oh Gott, nein! Also, das ist natürlich ein weiterer Nachteil des Geräts. Wenn man leicht verwirrbar ist, also es ist wirklich ein sehr negativer Aspekt, dass diese Rolle so viel Papier enthält, dass man wirklich sich selbst damit fesseln könnte. Ja, also es ist wirklich nicht für Kinder unter 9 Jahren geeignet, weil das Sicherheitsrisiko ist, wie Sie sehen, einfach zu groß, da selbst erwachsene und verantwortungsvolle Personen es wirklich nicht schaffen, das allein zu bewältigen. Zum Glück hatten wir uns beide zur Hand, um wirklich gemeinsam gegen diese Rolle zu kämpfen. Sonst wäre ich wahrscheinlich am Papier erstickt. Ja, also es ist wirklich ein gewaltiges Sicherheitsrisiko. Und vor allem das Schlimmste ist, dass es so reißfest ist. Ja. Weil das wird ja den Erstickungsfaktor nur erhöhen. Und des Weiteren ist an dem Druckgerät die hier diese Abreißvorrichtung für das Papier. Sehr, sehr scharfkantig. Exakt. Also ich habe mir vorhin tatsächlich etwas abgeschnitten damit. Das war wirklich nicht schön. Jetzt zum fröhlichen Abschluss aber nochmal etwas Negatives. Und zwar der Sicherheitsrisikofaktor. Also ich würde es wirklich keinem unter 80-Jährigen und keinem über 50-Jährigen anvertrauen wollen. Es ist wirklich gefährlich. Es ist scharfkantig, unsicher und man kann durch dieses scharfkantige Papier sich leicht einen Schnitt zufügen. Auch die Erstickungsgefahr ist nicht da. Thank you.
könntest du ein bisschen mehr spritzen? Also nicht so sehr auf mich, aber ein bisschen weiter schon.